So, Hallöchen. Nein, es geht jetzt nicht um das Auto, das kommt später dran. Ich werde euch jetzt erstmal einmal zeigen, wie ich das gemacht habe und womit ich das gemacht habe, dass ich das euch in dem einen Short-Video so zeigen konnte, so dicht zeigen konnte, was da dran kaputt ist und wie das aussieht. So, dann mein Sofa weiß schon, was ich da habe, der Rest weiß es noch nicht. Das ist das, was ich jetzt maximal rangehen kann. Ich kann jetzt noch mit der Kamera hier noch ein bisschen dichter gehen, wenn ich das ein bisschen umbaue. Aber darum geht es gar nicht, damit habe ich es nicht gemacht. Ich habe dazu etwas bestellt, das kostet ein bisschen viel Geld. Das werde ich auch nicht unten verlinken, weil das kommt aus ja, Texas und ist sowieso jetzt schon wieder teurer geworden. Und ich habe mich extra dafür entschieden, weil es einige Sachen gibt, die ich haben wollte. Und zwar habe ich eine neue Kamera besorgt. Ich werde aber trotzdem mit der Kamera weiter filmen. Die Kamera, die ich jetzt besorgt habe, die ist für was anderes gedacht. Und zwar ist das dieses Ding hier. Und das sieht ja schon sehr abenteuerlich aus. Das ist eine Mikroskopkamera. Beziehungsweise es ist ein Kameramodul mit einer Linse für Mikros, womit ich dann richtig schön Mikroskopaufnahmen machen kann. Ich kann jetzt noch andere Linsen dafür kaufen. Hier Objektive. Müsste C-Mount sein. Da ist aber, glaube ich, noch ein Adapterring drin. Ich glaube, CS. Ein Stückchen größer. Ich weiß nicht, ob man da sehen kann. Da ist noch so ein Adapterring drin. Egal. So, aber ich habe dieses Ding gekauft. Allerdings entspricht das nicht ganz der Beschreibung. Deswegen will ich es auch nicht verlinken. Haben soll das Ding hier 24 Megapixel. Im Fotomodus sagt er mir was von 16 Megapixel. Das nehme ich auch nicht so ganz stark an, dass das 16 Megapixel sind, sondern dass das Ding nur 12 Megapixel hat. Reicht aber aus. Hat 1080p Ausgabe, 30 Bilder oder 720p mit 30 oder 60 Bildern. Ist egal. Das Ding nimmt aber auch kein Audio auf. Und da ein Bild mit einem externen Audiorekorder synchron kriegen, recht schwer. So, geliefert wird das Ding so mit einem Mikrofonarm. Ich blende euch mal den Mikrofonarm ein. Das ist der, ne? Da habe ich mir noch was zu gebastelt und zwar diesen Ring. Da ist ein Stativgewinde hinten drin, da dieser Stift mit dem Stativgewinde. Und warum habe ich mir das gebastelt? Weil ihr schon seht, wenn ich den Arm hier so habe, kommt der schräge rein, schräge ins Bild. Bei der Kamera habe ich nur da einen Anschluss und da einen Anschluss. Dann würde ich die Kamera nämlich so ransetzen, wäre das Bild schräge. Oder auf dem Kopf schräge. Aber ich würde es nicht so hinkriegen, wenn die Kamera so stehen muss, dass ich da wirklich so auch arbeiten kann unter. Darum habe ich mir diesen Adapterring gedruckt. Damit kann ich die Kamera hier draufsetzen. Und egal wie ich den Arm mache, kann ich mir die Kamera dann so hindrehen, da so, dass es gerade ist. Ja, es ist ein bisschen eng. Ich muss mal gucken, nochmal mit Schleifpapier nochmal durch, dass ein bisschen freigängiger ist. Es geht aber. Weil das Problem ist, ihr seht, es kommt schräge. Ich müsste den Arm eigentlich genau parallel hier so hinbauen, vor mir. Da wird er mir aber voll im Gesichtsbild hängen oder von hinten kommen und da geht das dann auch nicht so direkt, weil der Tisch ist nicht so lang, dass das funktionieren würde und er wäre mir in meinem Bild, weil ich habe nämlich genau hier hinten ein 27, nee, 23 Zoll Samsung TV. Als Monitor habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Darauf sehe ich dann das Bild. So, ihr seht schon, die Kamera hat HDMI-Ausgang, die hat einen TF-Kartenleser. Wenn die Kamera hier scharf schauen würde, Menü, mach mal. Hallo, meine Kamera. Du willst mich gerade ärgern, ne? Ja, egal, so, ja, TF-Card und HDMI-Ausgang. Und warum wollte ich das so haben? Es gibt ja auch die ganzen Dinger mit diesen Monitoren oben drauf und hast du nicht gesehen.
Zumal ich das hier so haben wollte, dass ich hier unten frei habe. Wirklich Platz habe, dass mir hier nichts im Weg hängt. Viel Platz unter, also quadratischen Platz. Mit den anderen Dingern, da hätte ich sonst Ständer gehabt und da wäre ich dann nach hinten hin begrenzt, so ein Ende. Es gibt auch noch andere Monitorarme, die sind aber weitaus teurer. Und die mit dem Bildschirm oben drauf. Also die meisten sagen was von 2 Megapixel, vielleicht 8 Megapixel, aber die Preise davon sind sehr unterschiedlich. Die Bildschirmgrößen sind auch sehr unterschiedlich. Von 4 Zoll bis 10 Zoll und ich weiß nicht was, keine Ahnung. Also sind nicht sehr groß. Also 10 Zoll oder was das waren, muss es dann mindestens schon sein. Kostet aber mehr als das Ding, was ich jetzt hier habe. Und mit HDMI-Ausgabe zusätzlich kostet es gleich nochmal ein Hunderter mehr. Grob gesehen. Also hätte ich jetzt so ein Ding mit Monitor oben drauf genommen und HDMI-Ausgang und die Lampen dazu und den Ständer und bli und bla und blub und hast du nicht gesehen. Ich blende euch mal den Ständer ein, was ich meine. Liege ich bald um 50% mehr im Preis als mit der Kamera. Für die habe ich mehr als 150 € ausgegeben. Das war schon viel Geld. Das war jetzt auch wirklich einmalig, dass ich einmal so viel Geld ausgebe. Und ich wollte es wirklich mit HDMI-Ausgang haben. Ich habe mir einen HDMI-Splitter besorgt. Ich weiß nicht, was der gekostet hat. 10 € oder was, keine Ahnung. Eine Bildquelle rein, zwei Bildquellen raus. Also ich kann hier das Bild anzeigen auf dem Fernsehen und es auf dem PC aufnehmen. Das werde ich nämlich auch gleich machen. Weil auf der Karte aufnehmen kann ich auch, aber dann kann ich nicht einige Funktionen nutzen. Und ich kriege das Bild sonst nicht synchron mit der Aufnahme und dem Ton. Was, wenn ich tonlos bin, relativ egal ist. Aber wenn ich mir mit Stream zum Beispiel, wenn ich mal wieder streamen werde, dann kann ich euch das auch im Stream zeigen. Und was ich hier noch gut finde da dran, und das wollte ich auch so haben, ich kann die Kamera wirklich schräge setzen. Ich kann mir schräge das Bild, ich kann schräge drauf gucken. Und zwar in allen Winkeln, wie ich möchte. Ich bin nicht so limitiert mit diesen festen Ständern, die ich hier eingeblendet habe. Vielleicht nur noch mit einer kleinen Kippfunktion nach hinten weg oder nach vorne, aber das war's. Hier habe ich wirklich in Anführungsstrichen die Freiheit, die Kamera genau so zu packen, wie ich sie brauche. So, ich werde das jetzt hier mal anschließen. Das Kabel. Das Kabel. Das brauche ich. Das ist ein einmal HDMI. Natürlich ist das ein bisschen blöd. Ich habe das jetzt hier nur provisorisch alles erstmal. Strom ist auch erstmal nur so provisorisch. Ich baue das hier nochmal einmal ordentlich hin. Jetzt habe ich schon wieder keinen Strom in der Kamera. Wieso? Jetzt habe ich Strom. Da leuchtet es blau. Fängst du wieder an, ja? Nochmal. Ja, sie fängt schon wieder an. Irgendwas hat sie mit der SD-Karte. Sie mag manchmal die SD-Karte nicht. Jetzt. So. Jetzt gehe ich mit dem Auto drunter. Ich nehme auch gleich das Bild auf. Kein Moment. So. Wo sind wir? Da sind wir. So. Mach das so. So. Einmal ein bisschen scharf stellen. So. So, jetzt solltet ihr das Bild auch sehen. Also ihr seht jetzt hier, wie ich das Auto bewege. Eventuell ist ein ganz kleiner Leck drinne durch den HDMI-Splitter,
zu USB-Aufnahmegerät Gedönse, weiß ich jetzt nicht. Minimaler Lag vielleicht. Macht aber nichts, ist nicht so schlimm. Ihr könnt es ja sehen. Und ihr seht, wie dicht ich dran bin. Also, das ist wirklich schon extrem. Ich nehme mal ein Lineal. Also, die Höhe. Also, ich bin jetzt von dem Teil zur Kamera, Linse ungefähr 6, 6,5 cm weg. Also, ich kann hier noch wirklich runterfassen. Also, da ist wirklich noch massig Platz. Kriege ich das so hin, dass wir mal hier so ein paar Millimeter sehen, wie groß das ist. Das sind jetzt 0,5 mm Abstand, die Striche. Also das sind jetzt 1,5 mm breit ungefähr, das Teil. Und das ist doch schon genial. Das ist schon dicht, richtig groß dargestellt. Natürlich mit einem anderen Objektiv, wenn ich da noch eins besorge. Ich will noch mal eins besorgen, das ein bisschen besser ist. Das kostet allerdings auch noch mal irgendwo was an die 100 Euro. Ich kann es mal unten mit rein verlinken in die Beschreibung. Wenn einer mir das Ding besorgen will, bitte tut euch keinen Zwang an. Aber wie gesagt, ich kann mir die Kamera ja auch drehen, wie ich will. Ich kann ja auch schräge drauf gehen. Jetzt gehen wir mal hier auf das Dings. Gucken wir mal. Das ist das IC. Da ist das. Und genau das meine ich, dass ich nämlich jetzt hier nicht limitiert bin. Dass ich mir hier auch mal schräge angucken kann. Da hängt irgendwie ein Fussel drin. Natürlich ist der Schärfebereich jetzt sehr limitiert. Aber man sieht, wie sich das Pad abgelöst hat. Wie das richtig weggebrutzelt ist. Ein richtiger Riss in dem Ding drin. Und das meine ich. Also ich habe hier wirklich die Freiheit mit dem Mikroskop, wie ich möchte. Ich kann jetzt noch ein Stück höher gehen. Ach, das ist hier schon. Ich muss aber noch mal diesen komischen Adapter besorgen für. Oder drucken, besser gesagt. Ach, ja, jetzt ist das ein bisschen lose. Dann drehen wir das mal ein bisschen schärfer. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung das immer ist. So, jetzt gucken wir hier auf irgendwas drauf. Da. Und das ist jetzt immer noch groß. Das wäre schon so ungefähr die Arbeitshöhe, wo ich da arbeiten würde. Also noch dichter brauche ich eigentlich gar nicht. Das würde schon reichen. Da habe ich dann aber genug zum Sehen. Und jetzt sind wir hier ungefähr 14, 15 cm weg. Also ich kann die Hand quer darunter und habe immer noch Platz. Ist doch genial. Gut, mit einem Licht, ein Ringlicht. Ich hatte versucht, ein Ringlicht zu kriegen. Günstig. Leider hat er sich nicht auf den Preisvorschlag eingelassen. Es waren doch nur eben 3 Euro weniger, als er eigentlich Sofortkauf haben wollte. Warum auch immer. Aber ich habe mir schon mal eine Lampe gebastelt. Ihr seht das hier gerade. Ich kann hier mit der Lampe noch einmal so drauf gehen. Jetzt blinkt sie wieder, weil sie wieder mit ihrem Strom nicht ganz klarkommt. Aber die macht sich gleich wieder weg. Ihr seht schon, hier an der Seite, da ist eine LED. Hier Schraubendreher, da. Da ist eine LED. Und das funktioniert. Also ich brauche dieses Ding ab und zu wirklich mal. Ab und zu habe ich es wirklich, ich brauche ein Mikroskop. Die Augen wären nicht besser. Und bei diesem kleinen Gepurzelzeug, ja, ich könnte es sogar ohne Mikroskop machen. Das ist nicht das Problem, das ist noch relativ groß. Aber ihr seht es nicht. Wenn ich hier Video machen möchte und ich möchte euch da zeigen, seht ihr das ja gar nicht. In der Größe. Ihr könnt das ja gar nicht so sehen. Ich kann euch das gar nicht so groß zeigen ohne Mikroskop. So könnt ihr das jetzt mitverfolgen, wie ich das Ding ablöten werde und
Versucht zu reparieren. Ich habe schon eine Vermutung, was es ist. Das hier ist ein IC hier unten drunter. Motorsteuerung über digitale Eingänge. Das hier oben ist ein Mikrocontroller mit 2,4 GHz WLAN oder was Verbindung, keine Ahnung, irgendwas. Und das hier, was hier abgeraucht ist, ist ein Spannungsregler. Das habe ich rausgekriegt, als ich dieses IC gegoogelt habe, diesen Motor-Dings. Ich denke mal, das ist ein Spannungsregler. Und das IC arbeitet an den Pins, wo das ranhängt, mit 1,8 bis 5 Volt. Und ich schätze mal 1,8 oder 3,3 Volt. Und dann ist kein Wunder, wenn das abgeraucht ist. Unten drunter, darum ist die Kamera gar nicht mal so verkehrt. Ja, das kriege ich jetzt kein Licht hin. Da ist noch ein Teil, das sieht aus wie ein Widerstand. Da, das sieht aus wie ein Widerstand. Ist aber eine Spule. 100 Mikrohenry und ein Elko. Die Spule hat es auch nicht überlebt. Ich habe schon eine Idee, wie ich das eventuell testen kann. Wenn das Auto nicht hinhaut, also wenn das nichts wird, dann wird das nichts. Ich habe hier glücklicherweise noch ein etwas anderes. Allerdings habe ich da keine Fernbedienung zu. Also ich finde sie nicht. Ich gehe mal auf die andere Kamera wieder. Hier ist noch ein so ein Auto. Auch so ein Flipcard, wie sagt man da dazu. Ist hier dasselbe. Das ist auch so ein Flipcar. Ne? Aber da koppelt sich die Fernbedienung nicht. Und das hier. Wenn ich das anmache, blinkt das auf beiden Seiten. Wenn ich da eventuell, dann muss ich gucken. Können wir das mal unter dem Mikroskop zeigen? Wo sind wir denn jetzt hier? Einfach hinten. Wenn ich da jetzt hier eventuell dieses IC auslöte und in das andere Auto reinlöte, wenn das funktionieren sollte und sich das dann mit der Fernbedienung verbindet, dann hat der Lütte wieder ein Auto, womit er spielen kann. Ich vermute, hier ist was passiert, und zwar, dass einer mit dem Ding so gefahren ist, so viel Spannung induziert hat, dass das Ding durchgejagt ist. Ich kann es probieren, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das bei dem anderen Auto die Fernbedienung irgendwie ein Problem hatte, dass die nicht ganz hinhauen wollte. Ja, mir fällt die Pinzette runter und ich finde auch gleich noch mein Messer dazu. Gut. Das soll es eigentlich bis hierhin gewesen sein. Ich wollte eigentlich nur die Kamera vorstellen. Im Anschluss werde ich jetzt das Auto fertig machen. Also dieses IC-Gedönse hier fertig versuchen irgendwie hinzukriegen. Ihr seht schon, ich mache hier mal mit der Kamera, mit dem Mikroskop. Ich habe da schon versucht, diesen Kleber runterzukriegen, deswegen auch mit dem Messer. Also das Zeug ist ja sowas von hart drauf. Also mein Heißkleber, der klebt nicht so doll. Da muss ich gucken, ob ich das runterkriege. Gut, das soll es bis hierhin sein mit dieser Mikroskopkamera. Und die werdet ihr jetzt mal öfters im Einsatz sehen, dann, wenn ich wieder solche kleinen Geschichten hier mache, IC-Gedönse oder sowas. Ist für mich auch ein bisschen einfacher. Dann bin ich nicht mit der Lupe am gucken hier, mit dieser Lupe hier. Bin ich einmal mit der Lupe bei. Die macht hier, glaube ich, 30-fache Vergrößerung. Damit kann ich das mir zwar hier angucken und sehen und hast du nicht gesehen, aber das ist alles irgendwie immer so. Kann man damit auch noch irgendwas reißen? Kriege ich da noch was hin? Kriege ich nicht. Gut. Aber wie gesagt, habe ich das Ding gekauft. Es war teuer genug.
Ich kann es über einen Bildschirm sehen, ich kann es über meinem Computer aufnehmen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich meinen zweiten HDMI-USB-Videokrepper gelassen habe, irgendwo habe ich den hingesteckt, könnte ich sogar noch die Kamera mit auf dem PC aufnehmen und dann wäre ich nicht mehr auf SD-Karten, Gedöns, alles angewiesen. Hätte ich das sowieso, hätte ich das gleich auf dem PC. Auch das Audio, weil da habe ich ein gutes Mikrofon. Und ich kann euch jetzt schon verraten, ich werde eventuell noch ein Mikrofon testen, ein Funkmikrofon für USB-C. Nur mal so als Warnung, ich weiß nicht, was das Ding macht. Ich muss mir noch einen Adapter besorgen mit Micro-USB, USB-C auf Micro-USB, dass ich das in mein Handy reinkriege, weil mein Handy hat kein USB-C, komischerweise. Aber es soll auch für Laptop gehen, sprich, also auch am PC bei USB 3. Da brauche ich bloß einen Adapter von USB-C auf USB-A oder wie auch immer. Gut, erstmal bis hierhin danke. Ich mache mich nachher gleich ran an das Auto. Das kommt als nächstes Video. Und mit dem Mikrofon komme ich noch dazu. Ich komme noch mit einem anderen Teil noch um die Ecke. Und dann danke erstmal fürs Zugucken und freut euch auf das nächste Video. Tschüssi!